Ja, hallo, willkommen hier bei Bella und Andy von Das Brownie! Das ist unser erstes Video. Wir machen heute eine Blind-Reaktion, eine deutsche Blind-Reaktion zu zwei Fan-Animationen, die bereits jetzt unter Leuten, die sie kennen, legendären Status genießen aufgrund ihrer geilen Qualität. Da haben wir einmal Dinkies Destiny, wo es irgendwie um Derpys Tochter geht. Und dann haben wir auch noch Lullaby for a Princess, ein Ding, das 2,5 Jahre in Produktion war. Wow, Ja, nicht schlecht. da wartet uns ein Ding, aber weil ich schätze mal, weil es so lange in Produktion war, nehmen wir das jetzt als Schluss. Ne? Das Beste kommt ja zum Schluss. Vielleicht ist es gar nicht mal das Beste, aber wir werden es sehen. Ja, Bella, bist du bereit? Ja, klar. Hast du Lust zu erfahren, was the Destiny of Dinky sozusagen ist? Ja. Ja, Dinky ist Destiny. Hauen wir mal rein. Immer her damit. 3, 2, 1, go! Go! Okay. Ich hoffe, du kannst was sehen, trotz des Mikrofons. Ja. Ist okay? Ja. Okay. Chartreuse Animation Studios, okay. Habe ich noch nicht gehört. Oh, ich mache hier mal groß. Ah, ist aber schöne Engelsmusik. Ui, das sieht aber beeindruckend aus. Wow. Süß, die sieht ja süß aus. Oh mein Gott, das ist echt knuffig. In der Serie hat Oh. sie diese Schleife gar nicht. Das ist toll. Wow, schau dir mal die Hintergründe an. Ja, das Boah. ist voll schön. Das ist ja geil. Oh, schön. Das sieht süß aus, die Schleife steht hier echt. Sie Ja. sieht wirklich aus wie Derpys Tochter. Das wird total passen. Ja. Oh, sie kann noch nicht gut zaubern. So kann man sich den Film fast vorstellen, weißt du? Ich Ja. hoffe mal, so Guck mal, wird das auch. diese da hinten, das ist so Der cool, das Schatten sieht und so, ne? richtig Die cool aus. Dreidimensionalität, das ist geil. Ja. Oh, wow, nice. Wow. Ah, das Licht Das ist so ist krass, dass das Fans cool. machen, bevor das DHX selbst macht, ne? Oh, Ja. okay. Siehst du? Ja, das war damals offensichtlich eine Erinnerung vielleicht, aber. Und jetzt? Gar keinen Sound, was das Gehen angeht. Hä? Wow. Alter, ist das geil. Oh, schön. Alter, guck dir mal das Bild an. Ist ja voll episch. Vielleicht ist das sogar das Bessere, wer weiß. Das ist garantiert nicht in einem Monat entstanden. Dinkies, oh, geil. Das ist wirklich Da, Mensch. guck mal, da war sogar Twilight's Castle Ja. angedeutet. Also, das ist alles schon jetzt in Kürze, noch nicht so lange her. Akt 1, die Lunarevolution. Oh, geil. Ja, so hoffe ich, dass wir es Oh, auch sehen werden im schön. Film dann. Ja. Also, wenn die das Das schlechter hat machen, viel dann mehr wird es Tiefe enttäuschen. irgendwie, die. Boah, ist die so süß. Ich will einfach knuddeln. Ja. Luna. What is going on? Also da ist jedes Bild ja einfach so geil. Da kann man könnte hier zu jedem Bild sagen, guck mal hier die Tiefe oder fast jedem. Ja. Luna. Wird von Jenna Bun gesprochen, so wie ich weiß. Nicht Hä? Luna, Nightmare What the Moon. fuck? Warum Nightmare Moon? Luna? Oh, renn, renn, renn! Das ist nicht Luna. Nicht mehr. Ja. Aber Nightmare Moon sieht nicht angriffslustig aus, sondern eher so traurig irgendwie. Was ist hier los? Ich verstehe es auch nicht, was da los ist Es momentan. ist krass, wenn man in so eine Geschichte reingeworfen wird und man weiß, dass man gar nicht, was Sache ist. Es gibt Leute, die können das nicht leiden, aber ich habe kein Problem damit. Oh cool, der Kameraspin, das ist ja irre, Boah, ey. Sowas Alter. mag ich. Das ist richtig episch, wie ein Film, Mann. Ja, finde ich auch. Das ist ein kleiner Film. Ja. Ein Kurzfilm halt. Boah! Ich vermisse ein paar Sachen am Sounddesign. Und so, aber. Was war das denn? Hä? Das sieht ja irre aus. Die Kleine versucht ihn zu wehren, ist das süß. Ich glaube nicht, dass sie viele Chancen hat, oder doch? Was ist denn das?
Das sieht aus wie Twilight Stern. Ja. Tutti Mark. Oh, fuck. Das ist Twilight Stern. Ist sie die neue? Oh, das heißt, Twilight ist gefallen und sie ist die neue, Prinzessin? Ja, oder Element of Magic? Dinky! Are you alright? I'm sorry. I didn't mean to. I just wanted to grab it with my magic. I didn't mean to break it. You can hardly tie a bow, sweetie. Your magic isn't mature enough yet. Deine Magie ist noch nicht gut genug, noch nicht gewachsen genug. Noch nicht reif genug. Wer spricht zu ihr? Luna? Nightmare Moon? Oh, fuck, wie sieht die denn aus? Now tell me, little filly. Is this your worst fear? Or is it that you feel your destiny has been taken from you? Du passt zu Sonata besser als zu Luna. Sorry, Jenna Bun. Und schade, darf nichts sagen, aber sie ist bei einem Projekt, das ich eventuell mache, wäre sie dabei gewesen. Aber ist ja auch egal. What a shame that a unicorn full of magic like you had to have a horn that doesn't work right. Princess Luna? Were you really Nightmare Moon? Weiß das nicht jeder? Aber so wie sie es gesagt hat, hat ihre Magie nicht richtig. In the night, when I find a pony whose dreams are filled with turmoil, I reach into their memories or nightmares in the hopes of teaching them. But I'm afraid that in your case, your own past isn't quite enough. As for your future, this isn't for me. That realm is my sister's. But she's not here to talk. Is this a plane of existence between reality and imagination? The celestial plane? The plane where I enter dreams. I brought you here because you have a bright mind that will bloom with time. I deeply regret that you have forgotten your potential and you feel cursed by your destiny. And I won't let these fears fester within you. We have much in common. We both feel misunderstood. You with your clockwise horn, and I, as the bringer of the night. We don't get to see our world like other ponies. I can't let you end with the same fate as I once did! Though other ponies may not see it, you are blessed with an uncommon gift. But in order to get you to see it, I will need to go deeper. And take you into my own story. Sie will sich auf irgendwas vorbereiten. Ihrem Schicksal. Und sie will, bringt sie in die Vergangenheit oder zeigt ihre Geschichte. Na, sie wird Dinky Doo genannt. Sie ist definitiv die Tochter von. Oh. Jetzt kommt Akt 2. Nee, das war Akt 1. War es das? Okay, gut, okay. Also ich kapiere nicht so hundertprozentig, was jetzt eigentlich hier die Ausgangssituation ist. Ich habe verstanden, dass ihr Horn nicht richtig funktioniert, ihre Magie. Ja. Und dass sie deshalb Angst hat vor ihrem Schicksal. Ja. Und Luna will ihr helfen, diese Angst zu überwinden, glaube ich. Und sagt, sie werden sich ähnlich und sie muss sie dafür in ihre Vergangenheit holen oder sowas. Ja. Interessant. Nicht schlecht. Fand ich gut. Da müsste man jetzt schon mehr sehen, um das wirklich zu kapieren, was da jetzt noch kommt. Ja. Und ich bin auch nicht ganz sicher, was eigentlich jetzt die Ausgangssituation ist, was dazu geführt hat, was los ist. Du siehst ja niemanden außer sie und Luna. War das jetzt ein Traum? Wahrscheinlich war es sogar ein Traum. Aber das war diese gleiche Umgebung wie bei Twilight, bevor sie Prinzessin wurde. Ja, es ist der gleiche. Es ist auch das gleiche, wo Luna landet, wenn sie mit den anderen in diesem Traumzustand bin. Da hat sie auch die CMCs durchgeführt. So. Sie hat eben gerade erklärt, das ist praktisch der Eingangsbereich zu Träumen. Ach so. Naja, vielleicht war die Twilight Zone. Twilight Zone. Vielleicht waren die auch so ähnlich oder wie auch immer. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt Lullaby for a Princess an. Ein bekanntes Lied wurde animiert und das schauen wir uns mal an. 2,5 Jahre Produktionszeit, ab geht's.
3, 2, 1, go! Muss ich gucken, ob es nicht zu laut ist, nicht zu leise. Interessanter Stil. Fate has been cruel and order unkind. How can I have sent you away? Wie konnte ich dich wegsenden? Sie redet über die Schwester. Brauchst nicht übersetzen. Ich kann nicht verstehen. Okay. Nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit dem Design der Jaw, das Kinn ist mir irgendwie nicht so gefallen. Ach, da ist es wieder. Das sieht toll aus. Okay. So great was her reign, so brilliant her glory, that love was the shadow she cast, which fell dark upon the young sister she loved, and grew only darker as days and night passed. Soon did that pony take notice that others did not give her sister her due. And neither had she. Warum wird sie eigentlich immer in ihrem früheren Jahr gezeigt mit diesen rosa Haaren? Das kann mir mal bitte einer erklären. Ich verstehe das nicht. Ja, na dann auf Wiedersehen, Luna. Das ist aber nicht kanonfreundlich. Da hatte sie schon die Regenbogenhaare. Ja. Obwohl es wesentlich epischer aussieht. Ich mag Sachen nicht, die sich dem Kanon zu sehr widersetzen. Ach, wahrscheinlich kriegt sie hier die Regenbogenhaare, wenn sie jetzt gleich die Dinge aktiviert. Das wäre interessant gewesen, dass ich die bekommen hätte, wo sie sich mit den Elementen vereint hat oder so, um sie zu besiegen. Das wäre fast noch krasser gewesen, als dass sie um sie herum fliegen. Oh, das ist traurig. Swiftly pass, I pray.
Ja, einige Bilder sind schon sehr episch und schön. Oh, ja. Gut, dass sie in der Serie wenigstens mal angedeutet haben, dass Celeste darunter leidet. Mhm. Oder gelitten hat. Aber sie hätten es auch noch ein bisschen krasser machen können. Ich denke, die haben für die kleinen Kinder das nicht zu sehr, die achten darauf, dass es nicht zu sehr mit der Tränendrüse abgeht. Und wenn sie es machen, dann ist es so übertrieben wie bei Rainbow Dash. Aber gut, die Fans können es halt dann richtig mal krachen lassen. Ja, was soll ich sagen? Lass mal so noch zu Ende laufen. Ja. Kann ich hier dann schon mal leise machen. Ja, was denkst du so über diese beiden Animationen, vielleicht über die letzte auch vor allem, weil die erste haben wir ja schon ein bisschen behandelt. Ja, also schönes Lied, auf jeden Fall. Das Lied gab es schon länger, die Animation dazu ist neu. Achso, ja gut, das Lied kannte ich aber auch echt? Nicht. Echt? Nee. Okay, komisch, nee, okay. Ich habe noch nicht kannte so viel, es schon länger. Ich habe noch nicht so viel Brony-Musik gehört, deswegen kannte ich es nicht. Hm. Ja, schöne Animation. Also ich finde es ganz schön. Und also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde, dass mir hat diese Version des Kampfes gegen Luna bzw. Nightmare Moon nicht so gut gefallen im Original. Ich finde es im Kanon fast besser. Ich hätte eine Kombination aus diesen beiden Sachen am besten gefunden. Diese Sache mit den Haaren, dass sie dann jetzt ihre Haare kriegt, finde ich eigentlich ziemlich cool. Andererseits in der Kanon-Version, da tut sie dann hinausfliegen und dann fliegen diese Dinger um sie herum und dann macht sie auch so einen Riesenstrahl. Die Musik fand ich da auch sehr geil. Also so eine Kombination wäre toll. Was bedeutet, dass mich diese Animation, so lange sie auch gedauert hat und so schön ich auch sehe, dass manche Bilder sind, nicht so überzeugt hat. Ich fand Dinky's Destiny viel besser. Ja, Dinky's Destiny war natürlich mehr serienmäßig. Ja, und deswegen, aber das bevorzuge ich eigentlich auch, muss ich zugeben, in der Regel. Es kommt drauf an. Aber ich fand es nicht so schlimm, dass das mit den Haaren nicht gepasst hat. Also, weil es ist eine eigene, ja, es ist eine eigene Interpretation eben. Und deswegen, ich kann es so betrachten als eigenes Ding. Als eigene Faninterpretation und von daher, fand ich okay. Ja, also dann, ihr habt gehört, wir sind schon beeindruckt, aber es hat auch alle seine Schattenseiten. Wie gesagt, ich denke mal, wir finden beide, glaube ich, Dinky's Destiny hat ein bisschen mehr noch reingehauen, was? Nee, ich finde beides auf seine Art gut. Also mir hat beides okay gefallen. Okay, ja gut, also bei mir war das Dinky's Destiny eher. Wobei es viel zu früh zu Ende war für mich, aber ja, es dauert auch da lange. Ja, da versteht man halt weniger. Bis das produziert ist. Der Vorteil ist halt an dem Princess Lullaby, dass wir schon wissen, was zwischen Celeste und Luna war. Ja, genau. Das ist halt der Vorteil dabei. Und es ist in sich abgeschlossen, das hat natürlich auch was Schönes für sich. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Du kommst jetzt mal hierher. Und jetzt könnt ihr hier praktisch unser letztes Video sehen, ne? Und da seht ihr dann auch eine Möglichkeit zu abonnieren. Ich weiß nicht mehr, wo was war. Ich glaube, unten war abonnieren und oben das letzte Video. Also schön klicken, abonnieren und viel Spaß noch bei den anderen Videos, die wir so machen. Jo. Ciao. Ciao.